Hallo aus Lüttitzburg, ja an der Nordsee. Andere Temperaturen, aber es ist schön wieder zurück zu sein. Übrigens warst du einen Kurs für Golfer mit Handicap über 36 mit mir machen möchtest, dann gibt es einen Link unter diesem Video. Würde mich sehr freuen, dich hier in Lüttitzburg zu trainieren und zu sehen. Wenn du mit diesen Schlägern gerne spielen würdest, da rede ich über die Fairway-Hölzer, Holz 7, Holz 5. Aber du hast etwas, sagen wir mal, Respekt für diesen Schläger, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Ich möchte dir zeigen, wie man mit diesem Schläger umgeht, damit man einen Ball nicht nur vom Tee schlagen kann, sondern auch vom Boden. Dieser Schläger ist ein super Transportschläger. Das tut gut, weil man hier mit guter Länge mit nicht zu viel Mühe, also Kraft, schaffen kann und Höhe. So, ich werde jetzt ein paar Schritte dir zeigen. Es ist wichtig, dass du alle machst und auch bitte in der gleichen Reihenfolge. So, erster Schritt ist, so einen Schläger irgendwie zu kaufen, zu bekommen. Und falls du ein Holz 5 oder Holz 7 hast, das ist super, beides sind sehr gut. Bitte, Holz 3 ist für später. Mit Holz 5 und 7 kann man super, super Längen schaffen und es ist viel leichter als Holz 3. Aber wenn du ein verstellbares Holz 7 oder ein verstellbares Holz 5 bekommen kannst, das finde ich noch besser, weil dann kann man den Loft ändern. Je mehr Loft, desto besser. Auf jeden Fall am Anfang. Nicht nur für Golfer mit höheren Handicaps, sondern für alle Golfer. Und die Pros spielen mehr und mehr solche Dinge von den Fairways. Es ist einfacher. Und da der Schaft länger ist, wirst du weit schlagen, obwohl du viel Loft hast. So, wenn ich zwischen Holz 5 und 7 tendieren würde, als erster Transportschläger, dann würde ich ihr Holz 7 empfehlen. Der nächste Schritt ist, ein paar Bälle aufzuziehen. Es sollte erstmal einfach sein. Und man muss auf jeden Fall vom Tee erstmal können, bevor man vom Boden das versuchen sollte. So, eine Fingerbreite habe ich die Bälle aufgeteet. Das ist ganz einfach. Und es ist jetzt entscheidend und wichtig, dass du dabei an deinen Rhythmus arbeitest. Und wenn ich über Rhythmus rede, rede ich über ja, die Schwunggeschwindigkeit beim Ausholen und beim Abschwingen. Es gibt verschiedene Rhythmen. Man sieht es bei den Profis, manche schwingen schnell, schnell, manche holen sehr langsam aus und beschleunigen durch den Ball. Das höre ich oft von meinen Schülern, dass sie sehr gerne das tun wollen. Ich bin aber kein wirklicher Fan davon. Ich finde, dass du dann arbeiten solltest, gleich zu schwingen. Also dein Schwungtempo muss beim Ausholen und beim Abschwingen und Durchschwingen gleich sein. Wie einen schönen rhythmischen Tanz. Manche Golfer sind einfach schnell, die tun alles schnell. Dann dürfen sie auch etwas schneller schwingen, aber bitte keine extreme Beschleunigung beim Abschwingen, weil dann kommt der Schläger von der Ebene weg. Okay, so mein Ziel ist, mein Rhythmus beim Ausholen und beim Abschwingen gleich zu lassen. Das ist ganz wichtig. Der nächste Schritt. Okay, so du hast Rhythmus trainiert. Schaue, was passiert. Triffst du den Boden zu früh? Das passiert oft bei diesen langen Schlägen. Bei meinen Schülern, der Boden wird zu früh getroffen. Oder toppst du den Ball? Da möchte ich dir zwei kleine Lösungen dafür geben, weil das ist wichtig, dass man den Ball satt trifft. Erstmal Ballposition. Ich bin sicher, du hast es schon gehört. Der Ball sollte mit diesem Schläger, ich habe übrigens ein Holz 7, der Ball sollte gegenüber des Herzens sein oder leicht links davon. Bitte nicht rechts. Und nicht wie beim Driver, so Herzhöhe ist am besten. Dann, falls du den Boden zu früh triffst, möchte ich, dass du beim Abschwingen darauf achtest, dass du den Abschwung
eher langsamer startest und dabei dein Gewicht auf die linke Seite bekommst. Und dann guck, dass du zum Schluss in der Endposition kommst. Schau mal, wie gerade ich stehe. Ich bin ausbalanciert auf der linken Seite. Okay, so das wird erstmal Sehhilfen beim Abschwingen. Langsam Gewicht auf die linke Seite und ich möchte, dass du so stehen bleibst, bis der Ball aufkommt. Oft ist am Anfang der Grund für zu viel Boden diese geknickte Position und diese Sachen werden dir helfen. Nur es kann sein, dass du den Ball toppst. Nur da gibt es verschiedene Ursachen. Eine könnte sein, dass du versuchst, den Ball zu heben, aber auch eine andere könnte sein, dass du von außen kommst. So, was ich dir empfehle, ist, hol mal bitte aus und dann beim Abschwingen achte darauf, dass du mir die Arme senkst, bevor du in die Endposition kommst. Und guck mal, dass du deinen Abschwung hier langsamer startest. So wirst du automatisch die Arme senken, bevor du in die Endposition kommst. So, ich werde jetzt nur an Arme denken und dann in die Endposition kommen. Okay, so das sind kleine Tipps. Natürlich ist dein Pro auch für dich da. Eine Stunde mit ihm oder mit ihr wird auf jeden Fall helfen. So, wir sind bereit für den nächsten Schritt. Du triffst die Bälle vom Tee. Die fliegen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist super. Jetzt hast du auch einen Schläger, mit dem du am Abschlag spielen könntest. Vielleicht spielst du Driver. Das kann sein, dass mit dem Holz 7 oder 5 vom Tee, dass du fast genauso weit schlägst und vielleicht auch sicherer bist. So, das ist super. Aber jetzt wollen wir vom Boden schlagen. Okay, beim Bodenschlagen ist es wichtig, dass wir den Boden mit der Sohle dieses Schläges treffen. Die Sohle ist sehr, sehr groß. Früher, als ich angefangen habe, waren diese Fairway-Hölzer winzig klein. Jetzt sind sie so groß, dass es eigentlich viel, viel einfacher ist, den Ball zu treffen. Aber du musst erstmal dafür sorgen, dass du den Boden mit der Sohle triffst. Und da sind die Probeschwünge wichtig. Versuche den Bodenkontakt zu finden. Okay? Aber nur leicht. Was ich sehr viel sehe bei Schülern, ist, dass sie so stehen am Ball. Okay, so was sehen wir hier? Wir sehen eine Eisenhaltung. Ich habe jetzt ein Eisen 7 in der Hand. So stehe ich zumindest. Und was passiert? Ja, sowas Schlimmes. Oh, das sieht schlimm aus. Oder man gleicht das aus, indem man sich aufrichtet. Alles nicht so schön. So, damit du den Boden finden kannst, aber sehr leicht, achte auf deine Haltung. Das bringt so viel. Du kannst diesen Schlag, du hast es doch hunderte Mal vom Tee geschafft. Jetzt wirst du es auf dem Boden. Und alles, was du tun musst, ist statt so, so. Du siehst, ich sitze nicht. Ich strecke nur meinen Körper ein bisschen. Jetzt sind meine Arme lang. Die sind nicht krumm, die sind aber locker lang. Mein Rücken ist gerade, mein Brust etwas rausgesteckt, ich bin schön ausbalanciert und das ist eine sehr wichtige Ausgangsposition. Und wenn ich jetzt meinen Schwung mache, werde ich den Boden sehr, sehr leicht berühren. Und das ist ganz besonders, das erzähle ich dir gleich. Oh, macht das Spaß mit diesem Holz 7. Wahnsinn. Okay, so wenn du es schaffen kannst, jedes Mal den Boden nur leicht zu berühren, dann hast du einen großen Puffer. Du musst den Ball dann nicht perfekt treffen mit diesem Schläger. Dann darfst du den Boden sogar ein bisschen zu früh treffen. Und warum? Weil dieser Schläger nicht hängen bleibt. Dann, ja, da kannst du irgendwo in diesem Bereich
den Boden treffen. Aber Boden solltest du bitte finden. Das ist eine Garantie, dass der Ball hoch fliegt. Okay, so das ist der letzte Schritt. Und ja, wichtigste ist auf deine Haltung beim Stand und während des Schwunges zu achten. Das bringt nicht, wenn du gut stehst und dann im Treffmoment wieder wie ein Eisen stehst. So, ich werde jetzt nicht nur beim Stand darauf achten, dass ich gut stehe, ich werde darauf achten, dass ich während des Balles den Ball gut treffe. Und schau bitte meine Endposition, ich bin links. Ich habe Balance und so bleibe ich stehen, bis der Ball aufkommt. Das ist wichtig, diese Endposition, für ein gutes Treffen. So, ja, das, was nach dem Treffen passiert, ist wichtig für Treffmoment. So, etwas länger, das Video, tut mir leid, aber das waren wichtige Punkte. Ja, hoffentlich hast du so einen Schläger irgendwo zu Hause und ich wünsche dir einfach viel, viel Spaß dabei. Das könnte dir sehr viel bringen in der kommenden Saison. Danke für das Zugucken. Tschüss.